Flug ist gut. Daumen kurz, kurz. Nein. Wo geht das, Johannes, Mann? Geil, Alter, jetzt ficken wir die. Ohne gerade, Alter. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video aus Malta. Wir sind heute am dritten Tag, drittes Spiel. Wir spielen heute gegen MIBA und das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wir müssen es auf jeden Fall gewinnen, damit wir es überhaupt noch irgendeine Chance haben, uns für die nächste Stage zu qualifizieren. Morgen gegen FTW auch, das werdet ihr aber nachher alles noch im Video sehen. Leute, es geht um alles, wir geben alles, die Jungs sind ready, die haben richtig Bock und ja, viel Spaß beim Video. Live in 5 Minuten. Ist ready, Max? Stark. Na, AFK. Das sieht gleich auch so aus. Ja? Ja, aber das ist ja natürlich. Sehr gute Flashes, Rische, Mann. Auf geht's. Wichtige Runde. Dann verschiebst du, okay? Und dann hast du AD. Geile Runde, Mann. Sauber, Leute. Richtig geil. Ich schwör. Nexa und Icy. Nice! Ey, lass uns mal ein bisschen aufs Crosshair fokussen. Ihr müsst die ficken. Sei du, da ist Twist. Twist an AP. Safe. Du musst ja halt auf Höhe bleiben, ja. Geht's halt weg. Ja, aber du kannst doch nicht auf beide spielen. Ja, okay. Ah! Ja, okay. Mach das. Du musst auf meine Achsel, bitte, bitte, bitte. Nicht erbgehen, ich hab es zweimal gesagt. Ganz easy. Die Runde war so easy geworden. Nein! Vamos! Das ist unsere Map und du bist der König, Alter, von dem Band, okay? Ja. Du bist der König. Daran denken. Und lass uns ein bisschen Spaß haben. Ey, und lass uns auch ein bisschen Spaß haben, wenn wir die Klatsches holen. Und bei den Klatsches auch. Nicht immer nein, nicht schon wieder. Wer von euch, seid ehrlich, hat gedacht beim 3-on-5 nicht schon wieder, dass wir die Runde throwen? Wann? Wo wir 5 uns re verloren haben. Einer der letzten. Nein, letztes Mal haben wir gewonnen. 100%. Ja, ich hab das auch gedacht. Ich hab auch gedacht. Wo Nils geflankt hat. Ja. Hast du gestern Tennis trainiert? Ja. Weil da hast du Katastrophe gespielt. Er hat versucht noch zu koordinieren. Warum gehst du fort? Du hast keinen Fokus auf die Bombe. Aber lass mal mit breiter Brust. Ey, diese Runde verliere ich nicht mal. Okay? Dann werden wir die ficken. Sehr gut gespielt. Weiter so. Aber wir gehen rein. Nee, wir sterben nicht. Wir gehen ganz langsam da rein. Let's go. Ja, das war schon eben gut. Ja, Mann, ey, wir brauchen genau das. Wir brauchen die Sharpness und wir brauchen den Willen. Und den hatten wir auf Nuke. Ich hätte schwören können, dass wir die Runden gewinnen. Und dass wir am Ende unten den Retake nicht holen, ist ein bisschen Pech auch. Ja. Wir müssen aber leider, muss ich euch wieder sagen, 5-10% besser hitten. Also das Spiel war sehr gut, viel besser als Vertigo. Und Vertigo haben wir mit einer schlechteren Leistung gewonnen. Spielen wir das 2 ähnlich wie letzte, gewinnen wir es easy, okay? Ja. Nimm noch einen Snack, Leute, ich erkläre weiter. Vamos! Haben wir noch 10 Minuten? Ja! Nein. Wo geht das, Johannes, Mann? Geil, Alter, jetzt ficken wir die! Ohne gerade, Alter! Nein. Ich hab einen AP, geil! Was ist das? Hi Leute, eine kurze Zusammenfassung vom Spiel heute. War ein bisschen knapp gewesen auf den ersten beiden Maps und auf der dritten Map. Ich glaube, da können wir ganz zufrieden sein. Das 2 wieder deutscher Homeground. Mal schauen, wie es morgen wird gegen FTW. Also eigentlich sollten wir unsere Form beibehalten. Alles andere wäre vielleicht auch ein bisschen enttäuschend. Und dann gucken wir, was am letzten Spieltag noch geht. Und ja, wie man im Hintergrund so hört, die Kinder wollen weiter beschäftigt werden. In diesem Sinne, einen schönen Abend noch oder einen schönen Mittag, wann auch immer das gezeigt wird. Und tschüss.
Tag 6 auf Malta. Das Wetter ist wieder Hammer, wie die ganze Zeit schon. Wir haben gestern gegen MIBR gewonnen, nach zwei sehr harten Maps auf der letzten Map komplett dominiert, 16:1 auf das 2 gewonnen. Und heute spielen wir gegen FTW. Ich bin sehr, sehr guter Dinge, die Jungs auch, die haben richtig Bock. Ihr habt es ja gestern schon gesehen, wie gut die Stimmung gestern war. Und genauso wie die Stimmung auch. Auf jeden Fall dranbleiben, Leute. Das wird richtig geil. Viel Spaß. Wurde gerade ein Like aufgegeben auf dem Vlog? Klar. Like. Du hast nicht mal abonniert. Ich habe noch nicht mal einen YouTube-Account, glaube ich. Roman hat seit zwei Tagen ein Handy. Was erwartet ihr? Ist das ein Best of Kitten? Ja. Confidence Tanken. Das ist so dein Ausgleich. Ja. Unterstützen, gell? Das ist von dem ganzen Content, den ich machen muss. Da wird mir die Birne raus. Da muss ich mich einmal abwehren. Jo, moin Leute, wir sind jetzt hier am Tag 6, spielen heute gegen FTW. Die Maps sind Inferno, das 2 und Nuke. Und ich denke, wir werden das Spiel gewinnen. Tschüss. Gut. Also, jetzt ein bisschen weniger Emotionen reinmachen können vielleicht. Du hast so geguckt, als hättest du das Major gewonnen. Ja. Welche Kissengröße präferierst du da eigentlich im Rücken? Medium Plus. Wann gibt es mal in der Karim Edition? So ein Big Merch. Gute Idee eigentlich. Aber den braucht man nicht, wenn man einen Backforce hat. Aber die SR hat es leider nicht verstanden. Mit keinem Hafen geht's gut. Ganz easy und locker. Auch nicht zu viel drüber denken, gar nichts. Ich spiele einfach ein bisschen. Spaß haben auf jeden Fall, ja? Lachen. Auf geht's, Leute! Nice! Schöner Hold! Nice, Bro! Nice! The thing is, the fact that you actually won the series doesn't yet guarantee you a spot in the playoffs. Like, you still like rely on the remaining teams today. Will you watch those series live? Yeah, I mean, now we will chill a bit, eat something, and then we're gonna watch the matches, of course, and prepare for FaZe tomorrow. And yeah, I hope we can still advance, but it will be hard. But yeah, everything is possible. Everything is indeed possible. Thank you very much, Favin. Thank you. Ja, aber das ist egal, weil wenn die gegen Outsiders gewinnen und das letzte... Dann haben die aber noch eins. Ja, aber Outsiders hat letztes Spiel gegen... G2. Nee. Doch, gegen G2. Gegen G2 und dann verlieren die nochmal. Besser, klar. Gewonnen. Hey, ich sage euch jetzt mal eine wichtige Sache, die mich richtig abfuckt. Sehr klingel wir hätten schon beim Döner sein können. Wir stehen hier und erzählen noch, was irgendwo war. Ihr habt noch Jerseys hier und so. Ey, du musst die Kamera mitnehmen, damit der Typ uns Kamerabonus gibt beim Döner gleich. Komm, kurz Fazit zum Döner. Bisschen zu trocken, aber der Taco war sehr lecker. Der Taco war sehr empfehlenswert. Sonst eigentlich okay. Jetzt musst du den Laden hier nochmal filmen. Ich habe es in einem YouTube-Video gesehen und haben auch gesagt, dass der Taco besser ist und wir hätten nur den Taco essen sollen. Ja. So Leute, wir haben jetzt den Morgen in unserem Spieltag gegen FaZe. Ihr habt es gesehen, Outsiders hat gegen MIBR gewonnen, FaZe hat gegen G2 verloren. Das heißt, wir haben immer noch die Möglichkeit, es komplett aus eigener Kraft zu schaffen, uns für die nächste Group zu qualifizieren. Es wäre natürlich besser, wenn heute Outsiders gegen G2 gewinnt. Dann müssen wir nur gewinnen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann müssen wir 2-0 gegen FaZe gewinnen. Was hart wird, aber denke ich mal auch möglich. Die Jungs haben richtig Bock, die geben sich richtig Mühe und die waren gestern richtig, richtig hyped, nachdem G2 das Spiel gewonnen hat. Also es wird unglaublich spannendes Spiel, schaltet auf jeden Fall ein. Wir spielen jetzt gleich, wenn ihr das Video seht, um 19 Uhr. Schaltet ein, Leute, viel Spaß und go big.